Wir basteln eine Modellbahn von Null auf Traumlandschaft in mehreren Videos und allmählich geht es an die Häuschen und an die Landschaft. In der letzten Episode habe ich ja schon mal so ein bisschen diese Bastelplatte genommen und schon mal das Haus eingezeichnet. Jetzt nehme ich sie gerade mal als Unterlage und ähm, bei mir ist jetzt auf dem Programm der Bahnhof, der Bayerische Bahnhof Weißenbach, den wir hier sehen, den möchte ich jetzt einfach mal zusammenbauen. Und ich habe schon ein bisschen angefangen zwischen dem letzten und diesem Video äh, die Sachen vorzubereiten. Ich zeige das mal ganz kurz hier in die Kamera, da sind die Fenster schon hier einigermaßen angeklebt. Auch dahinter sind dann schon die kleinen ähm, Kunststofffenster hier aus dieser Folie aufgeklebt und äh, die Grundplatte ist auch schon so, also die erste Etage könnte man quasi schon festkleben. Und äh, es liegt aber noch genügend drum, was noch angeklebt bzw. zusammengebastelt werden muss. Denn das sieht noch nicht so aus, wie das hier auf dem Bild eigentlich aussehen sollte. Deswegen äh, schauen wir einfach mal gemeinsam in die Gebrauchsanweisung. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, den gemeinsam fertig zu basteln. Vielleicht schaffen wir es in dieser Sendung, vielleicht mache ich alleine ein bisschen weiter. Aber wir legen zumindest ein bisschen los, dass man so ein paar Sachen einfach dabei auch lernen kann und sie mal sehen, wie man sowas macht. So. So, hier ganz kurz in der Gebrauchsanweisung. Also das waren so die ersten Schritte. Das ist letztendlich genau das gleiche Prinzip wie hier. Man nimmt diese Grundplatten heraus und setzt dann so diese anderen Sachen hier ein. Das waren ähm, diese Fensterbögen, die wir hier haben, ja, ungefähr an dieser Art. Und äh, man kann die hier einfach rausbrechen aus diesem Spritzgussverfahren, aus diesem Spritzguss. Und dann sieht man manchmal noch so hässliche Bruchstellen hier an der Seite. Und dann nimmt man einfach eine Nagelpfeile und dann kann man diese ein bisschen feiner machen dann kann man das später besser kleben, dann passen die auch besser zusammen, die Sachen. Und ähm, das ist so einer der Tricks. Die andere Möglichkeit ist, ich habe es jetzt einfach mit den Fingern rausgebrochen, die andere Möglichkeit ist, das hier erstmal mit so einem kleinen Clipser rauszustechen, irgendwie so rauszuschneiden oder natürlich mit einem Bastelmesser hier einfach kurz anzuklicken. Also alle drei Möglichkeiten führen zum Ziel und ähm, hier sieht man es zum Beispiel schon, da sind die Fenster jetzt noch rausgebrochen, da würde man zum Beispiel jetzt noch mit einer Nagelfeile richtig schön drüber gehen. Und das Ganze feilen, damit das dementsprechend dann auch gerade ist, wenn die Fenster dann da rein sollen. Das gehört so an der Seite mit der Übersicht. So, erstes Fenster ist fertig. Dann hier ist noch ganz viel Rückstand an der Seite. Den können wir mit dem Finger wegbrechen und dann auch hier noch mal ein bisschen rübergehen, damit das besser hält später. Und sonst ist hier alles in Ordnung. Dann haben wir hier noch mal einen großen Rückstand. Den fallen wir auch kurz weg. Na, also das ist so ein bisschen so, dass man sich fragt, naja, sieht man das am Schluss, muss man das machen? Das kann man schon auch lassen, aber dieses Abfallen hat den großen Vorteil, dass wenn man später, wenn man die Sachen einsetzt in die anderen Kunststoffsachen, dass sie einfach besser halten und äh, man nicht irgendwie noch hin und her biegen muss, das hält dann einfach besser. So, hier sieht das an sich ganz gut aus. Dann schauen wir ganz kurz mal in die Gebrauchsanweisung, was jetzt hier der nächste Step wäre. Also, Fensterfolie ist eingeklebt, die untere Fassade ist soweit fertig. Und hier hätten wir jetzt theoretisch noch einen Platz. Hier sieht man das auch sehr schön für eine Lampe. Das werden wir auch später einsetzen. Allerdings werden wir hier keine Glühbirne mehr einsetzen wie früher, sondern wir werden uns hier eine Innenbeleuchtung holen. In diesem Fall nicht von Faller, sondern von Fissmann. Und ähm, die bauen wir dann hier ein und da haben wir auch so eine Etagen-Innenbeleuchtung, so eine Hausbeleuchtung, wo wir dann wirklich jedes einzelne Fenster abkleben können. Das heißt, das machen wir dann später hier rein, das hebe ich schon mal auf für nachher. Und jetzt können wir aber erstmal diesen Bausatz hier schon mal an der ersten Seite zusammenkleben, um schon mal ein Gefühl zu bekommen, was hier wie zusammen soll. So und hier ist auch mal beschriftet, was für ein Step gerade ist. Also EFG, das ist jetzt der nächste Schritt. Und hier sind die verschiedenen Teile: D, E, D, B und F. F ist dieses Bauteil und man sieht die dann auch immer beschriftet unten an der Seite, was die für eine Nummer haben. So, jetzt wird es einfach mal Zeit zu kleben. Und ähm, wo man jetzt endlich anfängt, ist egal. Ich klebe jetzt einfach mal hier so vorne an der Seite hier, mache ich mir mal so eine Kleberille hier an der Seite. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. So, fangen wir mit der ersten Seite an. Dann sehe ich ja bei den anderen, ob es falsch oder richtig war. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und das halte ich jetzt einfach ein paar Sekunden hier so hin. Und das war jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel Kleber an der falschen Stelle. Habe ich zumindest den Eindruck. Also mache ich es bei der anderen Seite ein bisschen anders. Und zwar gehe ich diesmal hier an die Stellen unten hin. Dann habe ich nämlich den Kleber wirklich nur da, wo es aufliegt nämlich hier an der Seite und da an der Seite. So. Und manchmal drücken die noch hinten an die Kante ran hier. Dann geht man da nochmal hin und da nochmal hin. Dann passt das auch. Achso, und jetzt können wir gleich hier noch diese Seite kleben. So. Und dann ab damit ans Häuschen. Wieder ein bisschen festdrücken. So, damit hier das auch geschlossen ist. Und möglichst wenig äh, Kleber an die Finger kriegen. Denn sonst hat man diese Rückstände später hier vorne an der Fassade und dann sind das immer diese Kleberänder, die man da so hat. Oh, das sieht an sich schon ganz gut aus. Das Ganze ist jetzt noch sehr, sehr neu, leuchtet und glänzt noch. Das kann man später noch ein bisschen patinieren oder altern, wie man auch dazu sagt. Das heißt, wir nehmen einfach später irgendeine Art Pulver oder ein bisschen Farbe mit einem sehr, sehr trockenen Pinsel und werden das Ganze ein bisschen auf alt machen, dieses Häuschen. Denn das sieht immer ein bisschen realistischer aus, wenn die Sachen nicht so fabrikneu sind. Aber so kommt es eben aus der Maschine, aus diesem Spritzgussverfahren. So, hier gehen wir nochmal mit der Pfeile drüber, damit es gleich besser passt. So. Und äh, dann kann man die Sachen dementsprechend auch ein bisschen realistischer gestalten. So, viel Kleber braucht man dafür gar nicht. Das geht an sich recht flockig, schnell, mit ein paar kleinen Punkten. Der hält ziemlich gut. Das ist in dem Fall jetzt so ein Spezialkleber, so ein Plastikkleber, auch von Faller in diesem Fall. Den kann man da ganz gut verwenden dafür. Achso, hier noch an der Seite ankleben. Ich nehme fast schon ein bisschen zu viel Kleber gerade her. So viel braucht man an sich gar nicht. Denn es soll ja wirklich nur gut halten. Aber da muss man jetzt keine Klebeparty machen. So, eine Seite fehlt noch. Auch wieder unten ein bisschen Kleber drauf. So. Sie können mal parallel schon mal schauen. Also das ist jetzt ein Fabrikat von Faller. So ein paar Häuschenhersteller. Faller ist ein sehr bekannter Hersteller. Dann gibt es noch Kibri. Dann gibt es noch Vollmer als Hersteller. Auch Auhagen hat sehr schöne Bausätze für Häuschen. Auch von der Firma Noch gibt es Häuser. Und es gibt da eigentlich zwei große Unterschiede. Nämlich einmal gibt es das sogenannte... Ähm, Spritzgussverfahren, das ist das, was wir jetzt hier haben, also mit viel Kunststoff. Und das zweite Verfahren, das ist ein bisschen moderner, ein bisschen neuer, ist das sogenannte Lasercut-Verfahren. Das ist dann äh, eigentlich Papier oder Kartonagen, die dann da ähm, genommen werden und die werden mit einem Laser ausgeschnitten. Und die kann man dann eben auch hier in dem Fall dann mit einem ja, Kle Kleber, mit einem Holzkleber oder Leim zusammen machen. Hier geht das mit einem Kunststoffkleber. So, das einfach ein bisschen andrücken, damit das auch dann hält. So, ein bisschen Geduldspiel. Ja, einigermaßen. Hier hält es noch nicht so richtig gut. Drücken wir es mal von beiden Seiten an. Das ist dann so die Entspannungsübung. Am Nachmittag, am Abend einfach mal ein paar Häuschen zusammenbasteln. Gut. So, jetzt haben wir das angedrückt. Dann schauen wir weiter in der Gebrauchsanweisung. Ich mache dabei den Kleber zu, damit er uns der nicht austrocknet was wir als nächstes brauchen. Und jetzt geht es eben als nächstes in die nächste Fensterfassade. Jetzt kommt die zweite große Etage. Das heißt, jetzt brauchen wir diese Teile hier. Ähm, und die werden jetzt auch wieder versorgt. Da sehen wir hier 916, 915, 916. Das sind diese Nummern hier an der Seite. Und die 915, die habe ich bereits ausgeschnitten. Jetzt müssen nur wir schauen, was kommt nach oben. Also diese Kante ist unten an der Seite. Und wie rum? Ähm, mit der Außenseite hier ran. Okay, dann. Nein. Ne, so rum. So rum wird es angedrückt, genau. Und dann kommen die Fenster Fenstersimse hier in dem Fall nach oben. Das wäre dann diese Seite. Ich lege es erstmal nur vorsichtig an, um mal so eine Orientierung zu bekommen. Denn geklebt ist es schnell. Aber weggemacht ist es dann wieder nicht so schnell. Deswegen lege ich sie immer erstmal an, ob das soweit passt, bevor ich sie dann klebe. Das sieht an sich. Richtig aus, da haben wir noch einen, genau. So, jetzt haben wir die hier. Und jetzt als nächstes haben wir gesagt, brauchen wir die 916 hier. Und dann schauen wir mal in diesen Bogen rein, was da noch dabei ist. Dann sehen wir hier 916, 915, 915. Also 916, haben wir noch mehr 916er? Haben wir noch 915? Haben wir noch mal, genau. Das war aber der mittlere, den haben wir schon. Und hier haben wir nochmal 916, 915, 915. Wir haben ein bisschen zu viele 916er, glaube ich, kann das sein. Schauen wir mal. Also das waren jetzt die 916er. So, dann die 16er. Deswegen muss man sich die am besten immer dann so zurechtlegen, dass man das gruppenweise macht, damit man nicht weiß, was was war. Also das merke ich jetzt mal ist 16, 16. Dann haben wir hier auch... Hier sieht man immer diese kleinen Nummer. Ich hoffe, Sie können es mal erkennen an der Seite. Ganz, ganz klein ist es hier eingeprägt. Man sieht es hier in der Kamera ein bisschen schlechter, aber ich lege es mal hier kurz hin. Dann kann man es hier so ein bisschen erkennen. Also da stehen diese Nummern drauf und die breche ich jetzt einfach hier kurz raus. So, und lege die schon mal an die Seite. Hier sieht man, das ist die 915, das ist die andere, dann lege ich die mal dabei rüber. Und da sind noch viele Fenster. Also, wenn da manchmal was doppelt ist oder Sie sagen, wieso sind denn da so viele äh, Nummern übrig? Manchmal verwenden die Hersteller ein und denselben Spritzguss für mehrere Modelle. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese Fenster auch noch in einem anderen Modell von Faller verwendet werden. Und dementsprechend haben Sie dann vielleicht mal ein Fenster mehr dabei, als Sie eigentlich brauchen. So, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Eins, zwei, viermal. Eins, zwei, drei, vier. Also, eins, zwei mal vier sind also acht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir 8 finden. Sonst habe ich die anderen vielleicht schon falsch ausgestochen oder ausgesägt. 9, 15, 15. Und dann haben wir hier die 16. Ist auch gerade ein bisschen schwierig, den Unterschied zu erkennen. Was der Unterschied zwischen der 15 und der 16? Ist. Vielleicht finden wir sie noch raus. So, auch nochmal. 15, was haben wir hier? Hier ist nochmal eine 16 dabei.

Auch 15. Jetzt werde ich ein bisschen verrückt. Das macht aber nichts, weil ich sie wahrscheinlich vorher schon auf der anderen Seite rausgelöst habe, die Fensterscheibe. So. Naja, jetzt schauen wir mal, wo der Unterschied ist. Vielleicht nehmen wir trotzdem auch das 15er, aber wahrscheinlich sind die unterschiedlich groß. No. Also mir erscheint da jetzt gar kein großer Unterschied. Aber die passen ja jetzt da auch richtig rein. So, also die können wir schon mal reinlegen hier und auch da reinlegen. Und dann schauen wir mal, ob diese andere Größe auch passt. Sonst habe ich es vielleicht einfach nur falsch rum gemacht und habe die ähm, hier auch noch ein 15er oder 16er reingeklebt. So, also das sind diese Nummern. Da muss man sich einfach so ein bisschen äh, mit dem Auge drauf konzentrieren und schauen, was da wo reinpasst. Eins fehlt noch. Jetzt nehme ich mal so ein 15er hier raus und schaue, ob das auch passen würde. Vielleicht sind die in dem Fall sogar identisch. Gucken wir mal. Und ähm, das würde auch passen. Glück haben wir gehabt. So, also sind identisch. So und jetzt noch mal die Pfeile. Die passen schon. Hier, das ist noch ein bisschen unsauber hier oben. Das mache ich noch mal sauberer, weil das sind auch die Bereiche, die man dann sehen kann. Dann hier oben noch mal ein bisschen feilen und so. Dann hier auch noch mal ein bisschen feilen. Also das ist wie gesagt immer das gleiche Prinzip. Man bricht die Sachen heraus feilt Sie sich ein bisschen zurecht, damit Sie schön aussehen und nicht gebrochen. So da Und hier auch noch mal. Das war schon gefeilt. Und hier gehen wir noch mal ran und feilen auch da noch mal ein bisschen rum. Jetzt wissen Sie, woher die Formulierung "rumfeilen" kommt. Genau daher. So, also eins, zwei, drei. Und 4. Und jetzt brauchen wir den 713er Bogen. Das ist jetzt die große Frage. Was von denen brauchen wir als nächstes? Das werden diese hier und die kommen jetzt offenbar von der anderen Seite rein. Das probieren wir jetzt mal aus. Stimmt es überhaupt, was ich rausbreche? 7,13er. Ja, stimmt sahen schon so aus, als wären sie richtig, aber lieber nochmal auf die Nummer drauf schauen, nicht, dass die manchmal ähnlich sind. So, das habe ich jetzt noch nicht festgeklebt, ich probiere es nur nochmal aus, ob die passen würden. Wenn die jetzt auf die Rückseite kommen, ob das dann gut aussieht oder nicht, dann würde das so aussehen wie hier und dann hat man schon diese Fensterfassade, wie jetzt hier zu sehen, ja, ungefähr so. Und dann müssen da hinten noch die Plastikfolien draufgeklebt werden damit wir dann auch diesen Fensterscheiben-Effekt haben. Ja, dann würde ich sagen, bereite ich das mal schnell vor. So, also 1, 2, 3, 4. Wie viel brauchen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, also 3 mal 4 sind 12. Hätte man auch so ausrechnen können. So, 1, 2, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und noch 2. So. Und auch hier lösen wir alle diese Kunststoffteile kurz runter. Fertig, 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 fertig. Also, ich beeil mich da jetzt ein bisschen, damit das Video nicht so lang wird, aber Sie können sich da ruhig Zeit lassen. Das ist ja auch als Hobby gedacht und als Geduldsspiel und einfach so ein bisschen auch als Entspannungsübung. Es ist ja hier kein Wettbewerb. Wer kann schneller Bahnhöfe basteln? Wir sind ja hier nicht in Stuttgart oder in Berlin. Also, insofern dementsprechend einfach alles mit der Ruhe. So, schauen wir mal. Das ist gefeilt. So. Ein bisschen reicht meistens. Also wenn sie es zu sehr feilen, dann wird es halt wieder weiß. Und das ist ja schon so schön grau hier bemalt bzw. gegossen oder gespritzt. Das passt in etwa. Hier passt das auch. Jetzt müssen wir uns eine Schere dann gleich noch holen, denn mit der Schere schauen wir dann nochmal an, wie groß unsere Plastikfolie, unsere Kunststofffolie hier wird. Dass wir da nicht zu viel wegschneiden, sonst fehlt uns vielleicht nachher was für die anderen Fenster. Und äh, dementsprechend immer so ein bisschen sparsam sein damit. Wenn Sie die mal zu viel brauchen, dann kann man sich da auch mit einer Klarsichtfolie helfen. Ähm, oder aus der Küche mit so einer Küchenfolie. Das geht auch. Aber wir versuchen mal, das so aufzubrauchen, wie es sein soll. So, das passt. Deswegen kann ich die jetzt schon mal fixieren und festkleben. Und da mache ich jetzt einfach nur vier kleine Klebepunkte hin, damit ich jetzt hier nicht zu viel Kleber habe. Denn wenn der noch nass ist und ich habe dann später die Fensterfolie drauf, dann... Ähm, sieht man das außerdem kriege ich dann so viel Kleber jetzt an gleich meine Finger dran so ich hier lieber ein bisschen weniger nehme wenn ich das jetzt hier einsetze so sie können sich dann natürlich auch mit einer Pinzette helfen und das mit einer Pinzette einsetzen aber wenn sie so kleinere Klebepunkte hier machen dann reicht das eigentlich auch wenn sie das mit den Händen machen hier so und auch hier noch mal ein bisschen was bisschen was bisschen was Bisschen was. Ein bisschen Kleber wird wahrscheinlich immer an die Hände kommen. Deswegen, bevor sie es dann zusammendrücken, machen sie sich die Hände kurz sauber, damit sie keine Klebereste an die Fassade bekommen. Dann sieht das auch sehr schön aus. Man sieht das immer, wenn man dann so liest, man kann ja manchmal auch so Häuschen schon fertig gebaut, in so gebrauchtwaren Plattformen kaufen. Dann sieht man immer schön gebaut, steht dann immer dabei. Das sind dann die ohne Klebereste dran. Aber wir bauen es selber, das macht ja viel mehr Spaß. So, noch ein Fenster. 12 an der Zahl. Und ich hoffe, Sie sehen das übrigens auch richtig scharf. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob die Kamera richtig hängt an der Decke, aber es sieht gut aus, oder? Ja, ja, passt. So, sonst würden Sie es mir in den Kommentaren schon schreiben. Das passt auch. Jetzt kann man da theoretisch auch ein bisschen was drauflegen, damit man es dabei beschwert. Na, Sie können es aber auch mit sowas hier zusammendrücken. Das wäre jetzt hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn Sie das ein bisschen ruhen lassen, damit sich das dann festklebt. Ist das sicherlich eine gute Idee. Also deswegen nicht zu schnell basteln, sonst wird der Kleber nicht richtig trocken. So, jetzt habe ich den Finger angebatzt. Jetzt muss ich kurz aufpassen. So. Einfach ein bisschen hier zurechtreiben. Reicht auch manchmal. So. Ja, also ich schätze mal, dass sie so ein Stündchen brauchen für so ein Häuschen, hätte ich jetzt gesagt. Also wenn Sie da sich in aller Ruhe Zeit lassen. Stündchen, zwei, je nachdem, wie oft Sie das machen. Also es gibt ja manche, die dann auch so einen Häusermarathon machen, sagen heute an dem Wochenende oder am Abend, da baue ich nochmal 10, 20 Häuser zusammen. Das ist ein bisschen viel wahrscheinlicher. Aber ähm, wenn man sich das vornimmt, hat man gut was zu tun. Und ähm, ich sage mal so, wenn Sie da so sich einen Nachmittag oder einen Abend nehmen und da ein Häuschen bauen, das ist schon eine schöne Beschäftigung. Ne? Ähm, kann man auch zu zweit machen. Der eine kümmert sich schon mal um, die erste, um das erste Stockwerk, der andere die andere kümmert sich um das zweite Stockwerk. Dann ist das eigentlich auch eine ganz süße Tätigkeit. Und worauf ich mich jetzt dann schon freue, ist, wenn das Ganze fertig ist, so ein bisschen dieses Häuschen auch auf alt machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das in der nächsten Episode schon mache, aber ich habe so ein bisschen äh, Patina mir besorgt. Das ist so ein Patina-Pulver, mit dem man die Häuschen ein bisschen bestreichen kann. Und dann kann man die auch ein bisschen alter machen. Alternativ dazu geht es auch mit Wasserfarben, wenn Sie ein bisschen schwarze Farbe nehmen oder graue Farbe und einen Pinsel ganz trocken werden lassen. Und damit drüber gehen, dann verlieren diese Häuser auch so ein bisschen ihren Neuheitenglanz, was sehr schön ist und sehr schön aussehen kann. Ähm, was auch sehr gut funktioniert, ist so ein bisschen Betonfarbe für so Straßenbausysteme. Also wenn Sie mal schauen, es gibt von, von äh, Noch und von Faller und auch von Heki gibt es sehr, sehr gute Farben, so Acrylfarben, so Lacke. Und äh, die funktionieren dann auch sehr, sehr gut. Ähm, zum Patinieren von Häusern, wenn man einfach mit einem ganz, ganz trockenen Pinsel ein bisschen drüber geht. So, das will nochmal ein bisschen geklebt werden. Das war ein bisschen zu wenig hier. So. Jetzt haben wir das Fenster da drin. Gut, so, das lassen wir ruhen. Das war das Letzte. Und jetzt drehen wir es einfach um, drücken es nochmal ein bisschen. Hoppala. Fest. So, auch hier. Und auch da. Und auch da. Dann liegen die schon mal. Und jetzt können wir genau das gleiche Spiel hier machen. Auch da wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klebepunkte drauf und rein damit ins Fenster von der anderen Seite. Je weniger Kleber Sie nehmen, desto sauberer sieht es aus und Sie brauchen da wirklich nicht viel. Also bei so einem Fenster reichen eigentlich zwei Klebepunkte. Sie können die auch diagonal setzen, dass Sie sagen, da wo die Hände nicht sind, da ist der Kleber. Ich probiere jetzt einfach verschiedene Varianten aus, ob das schon hält. Drücken Sie lieber einen Ticken länger an, dann brauchen Sie weniger Klebeflächen. Und ähm, dann sollte das funktionieren. Und wenn ich mich täusche, dann nehmen Sie einfach noch ein bisschen mehr Kleber als ich. So, aber das sieht schon ganz gut aus. So, Sie können das auch so machen, dass Sie erst hier hin kleben. Schauen Sie da, da und da und da und da und da. Dann müssen Sie das Fenster eigentlich nur reinfallen lassen. Das geht auch. Können Sie auch so rum machen. Oder schauen Sie mal, wir haben hier sogar diese Rillen. Sie können es auch hier so ein bisschen reinträufeln, das geht auch. Können Sie ja von Fenster zu Fenster ausprobieren, was die beste Version ist, um diese Fenster da reinzukleben, wie die am besten halten. Aber das sind so die Möglichkeiten. Man wird da von Haus zu Haus auch ein bisschen schlauer, wie man das dann festklebt. Wie gesagt, je weniger Kleber, desto weniger Sauerei. Und deswegen versuche ich es jetzt mal so hier an diesen Stellen. Nur so vier Punkte. Und dann klebt das hier hoffentlich gut drin. Kurz andrücken oder was drauflegen. So, also mal hier an den Fensterseiten. Hier so ein bisschen. Und äh, ja, also ich habe es jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt. Das heißt, so, da vergehen jetzt mal so 20 Minuten nur mit Häuschen, äh, mit Fenstern kleben. Aber sie sollen ja auch einmal kurz sehen, wie das geht. Und es ist ja jetzt hier keine Geschwindigkeitsübung. Das soll ja auch bewusst ein bisschen Spaß machen. So, drei haben wir noch. Und dann geht's in die vollen. So, einen Bahnsteig haben wir auch noch, den wir kleben müssen. No, da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Und ähm, ich glaube, das mit der Innenbeleuchtung machen wir dann in der nächsten Folge. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Glaube ich, Aber schauen wir mal, wie schnell ich hier bin. Ob wir da schon was mit Innenbeleuchtung machen oder nicht. So. Und noch nochmal. Sechs Klebepunkte. So, die Folie wollte ich noch machen. Das kurz abziehen. Ähm, Klarsichtfolie habe ich hier. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie sind faul und schneiden sich einfach so einen Streifen hier zurecht, so einen hier. Dann können Sie das gesamte Fenster den einen Streifen kleben. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder Sie machen das so, dass Sie sagen, okay, ungefähr so an der Seite. Wo ist meine Schere? Hier ist die. Und jetzt schauen Sie mal, dass Sie sich hier ungefähr eine Schnittkante markieren. Das wäre von der Recht und dann wie groß ungefähr ungefähr so hier. So, das müsste ungefähr passen. Okay. So und die Fenster Front. Ja. Das müsste jetzt von der Größe her ungefähr reichen. Zwei, drei. Ich probiere es mal, ob es so geht an sich müssten sie die breite von drei fenstern müssten reichen, weil sie ja die zwischenabstände nicht kleben müssen. Jetzt probieren wir es mal, ob ich da richtig liege oder falsch. So. Probieren wir es mal. Einmal. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen geschnitten, aber das macht nichts. Haben wir zweimal. Ja, das könnte funktionieren. So, in der Mitte durch. Da habe ich jetzt ein bisschen reingeschnitten. Jetzt sieht es aus wie so ein kaputtes Fenster. Kann aber auch einen Charme geben. So, und hier ist das gleiche Prinzip. Je weniger, desto mehr. Und da nehme ich aber jetzt eine Pinzette dafür. Sonst habe ich nämlich den ganzen Kleber auf den Fenstern drauf. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen was wie beim Briefmarkensammeln. Also jetzt wird es ein bisschen filigraner. Und jetzt habe ich das extra ein bisschen größer geschnitten hier, dass ich da ein bisschen Überlapp, Überlauf habe. Weil jetzt möchte ich eigentlich den Kleber hier oben an die Seite kleben. Hier und da unten. Damit ich hier möglichst wenig Kleber ins Fenster kriege. Deswegen ziehe ich den jetzt auch hier nochmal das Tröpfchen, das ein bisschen zu groß geworden ist, nach oben und ziehe das Fenster ruhig hier nach oben, damit ich diese Klebestelle nicht in der Fensterscheibe habe. So, so und so und das sollte halten. So, nächste Fensterfolie. Ich gehe hier oben an die Seite ran und da unten an die Seite ran und lege die auch vorsichtig drauf. Sollte halten. Und Nummer 3 genauso. Hier vorne an die Seite und da unten dran und dann drauf aufs Fenster und das sollte halten. So, eine mache ich noch ähm, und den Rest machen Sie dann alleine weiter. Ähm, so, jetzt kann ich die auch wieder hier von der Breite her nehmen. Das ist ungefähr, ja, das dürfte passen, dieselbe Länge. Und jetzt mein Fenster Nummer 1, Fenster Nummer 2. Und Fenster Nummer 3, dann habe ich noch ein viertes übrig. So, Pinsette. Eins, zwei, drei. So, da ist es. Draufkleben. Draufkleben und fertig. Also das muss auch nicht so gerade sein. Wenn Sie die Fenster ein bisschen größer machen, die Folie, dann ist das natürlich egal. Hauptsache, man sieht die Ränder nicht. Und es klebt gut. So, einmal hier, einmal da. Und typischer Fehler ist, dass man hier einfach so viel Kleber drauf donnert, dass man diese ganzen Klebereste in der Fensterscheibe sieht. Was einfach schade ist, weil das sieht dann einfach nach Gebarzel aus und könnte natürlich durchaus schöner sein. So, ein Fenster hatte ich noch übrig. Das kann ich gleich mal hier nehmen. So. Da drauf. So, also wenn die Tropfen zu groß sind, dann wird es einfach nicht schön. Der war jetzt schon fast wieder ein Ticken zu groß. Und jetzt gehen wir hierher. So. Und. Also sie schneit ein bisschen größer. Also, aber das ist jetzt nicht so wild. Wenn ihr, also, ich glaube, die Folie wird Ihnen nicht ausgehen. Da werden Sie genügend Folie dabei haben. So, und. dem so viele Fenster sind es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Hm, wobei, nicht, dass ich mich täusche. Das ist ein großer Bahnhof hier. Da ist viel Bastelspaß dabei. So. Letzte Folie für diese Reihe und dann kann die jetzt auch trocknen und eine hätte ich jetzt noch ähm, jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Uhr wie lange wir noch haben oder wie viel Zeit schon rum ist für unsere Sendung ähm, weil ich möchte Ihnen noch ein bisschen mehr zeigen ja ich glaube ich mache die letzte Reihe mache ich jetzt alleine fertig und ähm, dann können Sie noch mal ganz kurz hier ein bisschen schauen also das wird jetzt so die Reihe die hier oben kommt beziehungsweise werden wir hier verschiedene Fensterreihen noch haben drei Etagen wird es insgesamt nach oben gehen mit diesem Bahnhof wir sehen das hier noch mal auf dem Bild hier oben an der Seite also ich bin jetzt gerade bei diesen Fenstern hier und die Fenster, die mache ich jetzt. Die große Front, die kommt jetzt gleich als nächstes. Die bastel ich jetzt mal alleine weiter. Und bei der nächsten Folge gehe ich davon aus, dass mein Bahnhof dann fertig steht. Und dann kümmern wir uns mal um die Innenbeleuchtung. Denn wir können hier diese Innenbeleuchtung mit LEDs ähm, reinmachen und können auch hier so ähm, Hausbeleuchtungen reinsetzen, dass diese Fenster dann abgetrennt sind. Ich habe das schon mal vorbereitet hier hinten. Und zwar sieht das ungefähr so aus wie hier. Da kommen dann eben so kleine Boxen hier hinter die Fenster rein. Und dann werden die LEDs hier drauf geklippt und dann wird das LED von oben hier dran gemacht, sodass man eben nur ein Fenster beleuchten kann. Mit dem schönen Effekt, dass eben nicht der gesamte Bahnhof leuchtet, hell erstrahlt, sondern man kann eben damit simulieren, dass zum Beispiel nur in diesem Zimmer Licht brennt und in den anderen beiden Zimmern ist das Licht zum Beispiel aus. Und um das richtig schön zu machen, ich zeige das dann nochmal ein bisschen ausführlicher in der nächsten Folge, ähm, können wir noch diese schwarzen Folien hier reinmachen. Das also wirklich überall da wo kein Licht rein soll, auch wirklich abgedunkelt ist und wie dann diese Vorhänge simulieren zum Beispiel und dementsprechend nur diese Fenster leuchten. Das wäre zum Beispiel auch ein Trick, wenn man nur eine Lampe in den gesamten Bahnhof macht, dann leuchtet es auch wirklich nur in den Fenstern und scheint nicht durch das Kunststoff durch. Aber was wir machen möchten ist, wir möchten wirklich jedem ähm, Fenster eine eigene LED geben. Erstens macht das den Bahnhof und das Licht viel viel heller, als wenn wir für alle Lampen nur eine LED haben und zweitens können wir dann auch einzelne Zimmer ein- und ausschalten und auch das können wir auf der Modellbahn digital mit der Mobile Station steuern. Wir können nämlich auch später mit einem Digitaldecoder einzelne Lämpchen ein- und ausschalten. Wir müssen also nicht nur das Licht generell anschalten, indem wir es einfach an den Strom anschließen, sondern wir können auch später sagen, wie bei einer Weiche oder bei einem Signal, ich möchte, dass da oben im zweiten Stock rechts das Fenster leuchtet oder eben nicht. Das schauen wir uns in einer der nächsten Episoden an. Jetzt erstmal viel Spaß beim Alleine weiterbasteln und in der nächsten Folge geht es dann um die Innenbeleuchtung. Viel Spaß bis zum nächsten Mal.